Heute haben wir das Filmcamp 2020 angefangen. Wir sind die ganze Woche hier im Pfarreiheim St. Michael und denken mit den Leuten vom Tapio Filmatelier zusammen das Filmcamp durchführen mit 11 Jugendlichen. Und ja, los geht's! Einfach so. Ich habe natürlich schon die Erfahrung mit dem Film. Ich hoffe, dass wir Spaß. Vielleicht kommt die letzte Woche. Ich bin erwartet, dass Filmcamps sind, dass wir Spass haben und uns über Filme lernen. Ich habe Erfahrung. Ich bin im Filmcamp letztes Jahr schon und ich habe schon selber Filme gemacht vorher. There's a shadow hanging over me. Man hat vor, die Geschichte über einen Bub zu machen, der immer wieder so Geistesblitze hat. Das war geil. Ich konnte eigentlich gerade die Story entwickeln. Ich fand das sehr fein. Darum hören wir darüber reden und fangen an zu arbeiten. Also mit den Szenen, wo Lara und Eva jetzt Umwelt, also zu der Umweltorganisation gehen, der Chefin, und erzählen ihnen das über das, was sie erfahren haben. Ich habe einen Autounfall gehabt, habe meinen Arm gebrochen und einen Kinderschützerung bekommen. Du musst einfach zu mir los. Genau, so. Komm mal laut! Mom, ich weiss, dass irgendetwas nicht stimmt. Sag das vielleicht. Sie ist und er sagt noch nichts. Stehen. Sie würde mir wenigstens lauern. Wie gefällt das Filmcamp bis jetzt? Ist auch geil, Mimi. Das ist so der Rot. Okay, Mimi.
klar. Wir haben abgedreht. Ja, ist das nicht schon passiert? Gott sei Dank. Heute bin ich am Schneiden. Ich mache das Filmplakat für unseren Film. Ich suche die Soundeffekte raus für den Film. Eine Aufnahme für den Film. Zum Beispiel das Klopfen, das im Film vorkommt. Aber was machst du jetzt? Ich schneide gerade den Film. Kein Kommentar. Jetzt haben wir etwa eine halbe Stunde mit dem Holzstäckli und trocknigem Stroh haben wir probiert, den Funken überspringen. Willkommen zu der Premiere vom Filmcamp 2019. Also ich fand es mega cool. Dann haben wir uns am Anfang zuerst so Krimi-Wellen machen und dann haben wir eine Magie-Welle reingetan. Also ich fand die Filmcamp-Woche cool, gefunden, dass sie trotz Corona stattfinden konnte. Du darfst nicht halbpatzig. Du musst richtig reizen. Ist gut. Bist du bereit? Ja. Eins, zwei, drei. Ah. Das hat sich rausgerissen. Oh nein, er nimmt zu.